Die Zeit ist wieder reif, ich spiele eure Level. Dieses Level wurde extra für mich gebaut. Vielen Dank. A Fungal Hell. Seine Pilzhölle, sowas? Haha, ich hatte recht. Ah, ich darf ihn aber nicht bekommen. Haha, deswegen die Hölle. Ich verstehe, ich verstehe. Na, finde ich ein sehr interessantes Konzept. Oh, okay, ich darf gar keine Pilze bekommen. Weg mit dir. Bleib die da was stehen. Oh, wow, 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 wow. Ich muss also sehr schnell durchgehen. Okay, dann, let's go. Ah, okay. Die Münzen weisen uns ein bisschen den Weg. Hier jetzt und jetzt hier. Hier und da oben durch. Auch hier waren wieder Münzen. Doink, doink. So, wieder auf die braunen Pilze. Haha, da bin ich zu schnell, okay. So, jetzt. Okay, oh Gott. Das macht nix. Guck mal trotzdem mal, was kommt. Hält die Lava hier an? Bestimmt nicht, oder? Nee, die geht eiskalt weiter. Okay. Oh, es wird richtig eng hier noch. Und da ist schon das Ende, okay. So, okay. Diesmal weichen wir... Oh, der Sprung ist echt hart. Okay, das mit den braunen Pilzen habe ich jetzt raus. Ah, nein! Ach, Manu. Egal, ein bisschen Fortschritt. Ist doch schön. So. Zeit für ein bisschen mehr Fortschritt hier. Jawohl. Hier drüber. Ah, schade. Auch hier drüber, dann unten durch, wieder drüber. Und dann sind wir schon drin. So. Jetzt aber, come on. Einfach eine kleine Pause gemacht, dann dürfte das doch passen. Haja. Ab in die Pipe und let's go. 3 Leben und ins Ziel. Was ein cooles Level. Wird mich nicht wundern, wenn es heute schon das beste Level war. Das Herz hast du dir wirklich verdient. Das nächste Level heißt Speedrun. Mein erster Speedrun. Bla bla Form und Segen. Ist doch bestimmt gut. Wie erwartet, ganz viele Segen und blaue Plattform. Ah, okay, da wird es ein bisschen eng. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Hier, perfekt. Ah, okay, das sind 2 Plattformen. Ich dachte, das wäre irgendwie eine. So, 2 Plattformen, Achtung. Oh. So, 2 Plattformen, Achtung. Okay, oh nee. Okay, da wird es ein bisschen eng. Jetzt hier runter. Oh, das Ende wird nochmal ein bisschen knackig. So, jetzt sind aber... Einmal die Schnauze halt, dann klappt's auch. Aber ja, was soll ich großartig dazu sagen? Blau, blau, vom und Segen. Als nächstes spielen wir das neueste Level von Sterntiger. Der enttäuscht einfach nie. Der verfluchte Key. Der enttäuscht einfach nie, der verfluchte Key. Hat sich gereimt, hä? Cool. So, mal gucken. Dann brechen wir in die Hütte ein hier. Verlassen gleich dieses Zimmer. Okay, überall haben wir... rote Steinchen im Weg. So, wo bleibt der verfluchte Key? Wo bleibt Fento? Checkpoint. Oh, Junge. Hä? Okay, das ist kein Fento. Ah, ich verstehe. Aber jetzt hat sich der Schalter geändert und jetzt haben wir lauter Gegner. Ja, das dachte ich mir schon. Jetzt machen auch... Macht auch der Hinweg ein bisschen mehr Sinn. Oh, nee. Hoppa und tschüss. Auf Wiedersehen. So, ich weiß nicht, wie wir den Anfang angehen sollen. Wie springe ich am besten über den drüber? Vielleicht nehmen wir nach oben springen, damit und jetzt oben drüber. Jawohl. Okay, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass mein Plan geklappt hat. Und dann verlieren wir die Feuerblume. Die hätte ich jetzt gebraucht, nämlich. Aber gut. Ah, okay. Nein, alles gut. Einfach durch. Schnell durch. Weg mit euch. Lasst mich alle in Ruhe und tschüss, Jungs. Oh, ein Bossfight. Denkt mal, wir müssen ihn besiegen. Aber das sehen wir gleich. Zack. Ja, der hat einen Schlüssel gehabt. Das dachte ich mir schon. Aha, okay. Schnell hier durch. Ihr Boost könnt mir gar nichts und tschüss. Und geschafft. Ich muss sagen, mir hat die Idee sehr gut gefallen, dass wir den Schlüssel holen und dann durch den Schalter ganz viele Gegner auftauchen. Es war auch nicht unfair, man hatte genug Power-Up. Sehr gutes Level. Wie erwartet vom Sterntiger. Das nächste Level heißt, ich weiß es. Ich sag nichts dazu. Sieht nach Pick a Path aus, aber lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht führen ja beide Wege nach Rom. So, wir nehmen den oberen, der untere sieht sehr schwer aus.
Ah ja, ein Softlock ist nicht so geil. Hoffen wir mal, das war der einzige Softlock. Hoppla, den will ich eigentlich mitnehmen. So. Nee, das wird nicht aufhören wahrscheinlich. Ich meine, gehen wir mal hier lang. Okay, immerhin. Das war kein Softlock, die anderen. Da war eine Türe. Hier ist eine Türe. Für die Türe hin. Zum Start zurück. Okay. Aber da war auch noch eine Lücke offen, so wie ich gesehen habe. Dann gehen wir doch mal trotzdem den Weg hier lang. Oder er dreht um, der Bursche. Oder auch nicht. So. Hier konnten wir nämlich nach oben gehen. Da haben wir schon den ersten Checkpoint. Okay, ich habe noch gesehen, ne? Hier unten auch Softlock. Hm. Ich weiß nicht, wie der Titel sagt. So, wieder am Checkpoint. Ist hier hoch. Nein! Die machen hier zu. Okay. War schnell hier hinterher. Ach, komm schon. Warten wir hier oben. Bonk. Okay, jetzt hier unten durch. Eieiei, okay, wir laufen wieder dazwischen. Nein, er dreht um. Oh Gott, oh Gott. Okay, und tschüss. Da haben sie mich eingezingelt. Über die Burschen drüber springen hier. Über den hier mal nicht. Und tschüss. Das ist ein Dead End. Okay. Okay, dann nochmal hier raus, wieder zum Checkpoint. Wo hätte ich anders gehen können, frage ich mich gerade. Gibt es hier noch eine Abzweigung? Kann ich vielleicht irgendwo runterfallen oder sowas? Ja, hier, okay. Oh Gott. Okay, Yoshi. Nein! Diesmal nicht einfach runterfallen, okay. Gut, Yoshi können wir schon mal nicht mitnehmen. Na, vielleicht zwar nicht, aber wir können oben drüber gehen. Lol. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh, nee, doch nicht. Okay. Also ein ernst gemeinter Rat, wenn du willst, dass dein Level Herzen bekommt, dann mach nicht sowas. Ist hier leider das Gegenteil da lassen von dem Herzen. Ja, tut mir leid. Aber gut, ich gebe dem Creator nochmal eine Chance, denn er hat mehrere Level eingereicht. Nächste Level heißt Card 1. Kein Automatik-Level. Kein Automatik-Level? Mal sehen, ob ich eins erwartet hätte. Nee, hätte ich nicht. So, schon mal ein paar Münzen brauchen wir alle. Mindestens, okay. Schon mal ein gutes Zeichen. Let's go. Mal gucken. Ah, okay, jetzt verstehe ich mit keiner Automatik, ne? Also, irgendwann müssen wir auch was machen wahrscheinlich. Weg mit der Karre, die wollte ich nicht mehr. Oh, wurden wir zerquetscht. Du kleiner Frechdachs, du, komm jetzt her. Hey. Und, bap. Hey, bap, bap. Okay. Können wir einfach springen um oben? Ja, lang. Okay. Bin mal gespannt, ob wir überhaupt genug Münzen zusammenkriegen bis zum Ende. Ah, gemein. Aber eindeutig, das ist ein Title-Screen-Level. Von daher zwar kein schlechtes Level, aber, naja, kein eigenes Level. Also, was soll ich sagen? Ich glaube, auch hier werde ich kein Like dalassen können. Aber stimmen wir doch in den Kommentaren ab. Was sagt ihr? Soll ich ein Like dalassen oder nicht? Ich würde nochmal rückwirkend im Nachhinein zurückgehen und ein Like dalassen, wenn ihr der Meinung seid, das hätte ich sollen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Title-Screen-Level. Ich lasse keinen Buddha, aber auch kein Herz. Tut mir wirklich leid. Das waren alle Level für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.